370, we are ready, requesting flight number 350 to Beijing. Formation 370, straight to Beijing. Der Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia. Es ist Samstag, der 8. März 2014, 0 Uhr 26. Tiger Malaysia 370, good morning. 21, requesting push and start. Die Nacht ist heiß und schwül. Approaching 3-2 right. Malaysia Airlines Flug MH370 macht sich bereit zum Start. Kapitän an Bord der Boeing 777 ist Zahari Ahmad Shah. Der 53-Jährige arbeitet seit 30 Jahren bei Malaysia Airlines und gehört mit 18.000 Flugstunden zu den erfahrensten Piloten. Er bemühte sich, nicht aufzufallen, wie alle Piloten bei der Airline. Sie wollen von ihren Bossen in Ruhe gelassen werden. Sie machen gute Arbeit und bestehen alle Prüfungen. Neben Zahari Ahmad Shah sitzt Co-Pilot Farik Abdul Hamid. Für den 27-Jährigen ist es der erste Flug mit einer Boeing 777 ohne Trainer an seiner Seite. Bestätigen Position Alpha 10, 32 rechts, MH370. Hört sich ziemlich normal an. Solche Funkgespräche verlaufen meist ganz entspannt. Es gibt natürlich Vorschriften, aber an normalen Tagen sind alle relativ locker. Zwei Stunden vor Takeoff. Während die Maschine für den Start vorbereitet wird, öffnen am Flughafen von Kuala Lumpur die Check-in-Schalter. 227 Passagiere aus 14 Nationen wollen heute Nacht mit MH370 nach Peking fliegen. Rund zwei Drittel kommen aus China. Die 12-köpfige Crew stammt aus Malaysia. Um 0.41 Uhr bekommt Flug MH370 Starterlaubnis. Die Wetteraussichten für den sechsstündigen Flug sind gut. Der Himmel ist klar, es weht nur ein leichter Wind. Knapp 4500 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Kuala Lumpur und Peking. Die Flugroute führt über Vietnam und das Südchinesische Meer nach China. Nichts deutet auf Schwierigkeiten hin. Die Boeing 777 ist erst vor 12 Tagen gewartet worden. Wie sicher ist ein Flug mit einer 777? Die Statistiken sind vorbildlich für einen modernen Jet-Airliner. Eine 777 kommt nicht einfach so vom Kurs ab. Das ist ein extrem gutes Flugzeug. Malaysian 370, climb flight level 350. Um 1.19 Uhr hat MH370 die optimale Flughöhe von knapp 11.000 Metern erreicht. Als die Maschine in den vietnamesischen Luftraum eintritt, werden die Piloten angewiesen, Kontakt zum Kontrolltower in Ho Chi Minh-Stadt aufzunehmen. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Sekunden später folgt die Antwort. Es ist das letzte Lebenszeichen aus dem Cockpit. Ohne die Flugsicherung am Boden zu informieren, verlässt MH370 die geplante Route nach Peking. Es gibt eigentlich nur zwei Gründe, vom Kurs abzuweichen. Schlechtes Wetter oder eine Anweisung von der Flugsicherung, weil es irgendein Problem gibt. Beides war hier nicht der Fall. Fünf Stunden später, 6.30 Uhr Ortszeit.
MH370 soll am Flughafen Peking landen. Aber von der Maschine fehlt jede Spur. Sowas gab es noch nie. Wie kann ein modernes Flugzeug einfach so verschwinden? Um 7.24 Uhr postet die Fluglinie eine Nachricht auf Facebook. Malaysia Airlines bestätigt, dass Flug MH370 um 2.40 Uhr den Kontakt zur Flugsicherung von Subang verloren hat. Was niemand ahnt, MH370 ist immer noch in der Luft. Ja, so war es. Aber ihnen ging der Sprit aus. Sie hatten nur noch 6 Tonnen Kerosin im Tank. Ja, noch flogen sie. Da hatten wir gerade den Fernseher eingeschaltet. Als ich hörte, dass sie noch in der Luft waren, lief es mir kalt den Rücken runter. In der Zwischenzeit strömen aufgebrachte Angehörige zum Flughafen von Kuala Lumpur. Die Nerven liegen blank. Die Menschen in Malaysia beginnen zu beten. Sie verlangen Informationen, aber die Regierung hält sich bedeckt. Vertreter von fast 300 Nachrichtenagenturen warten vergeblich auf Neuigkeiten. Die Politiker drucksten tagelang herum und hielten wichtige Informationen zurück. Das machte die Leute misstrauisch. Reporter aus aller Welt stürmen die Pressekonferenzen und drängen auf Antworten. Aber die Regierung zieht sich immer weiter zurück. Verschwörungstheorien verbreiten sich. Die Angehörigen sind verzweifelt. Sie glauben an eine Verschwörung? Ja, sie soll die Leute schützen, die ihren Job nicht richtig gemacht haben. Und wer ist das? Jeder, der in dieser Nacht Dienst hatte. Die Luftwaffe, Malaysia Airlines, die Verantwortlichen am Flughafen Kuala Lumpur. Da gibt's eine ganze Reihe. Wie konnte MH370 unter den Augen so vieler Kontrollinstanzen einfach verschwinden? Ein ziemliches Rätsel, oder? Ein gigantisches. Solche Dinge passieren normalerweise nicht. Das Mysterium beginnt um 1.19 Uhr. Etwa 90 Sekunden nach dem letzten Funkspruch. Diese 90 Sekunden sind der Schlüssel. Alles, was danach mit Flug MH370 passiert ist, hat sich in diesen Sekunden entschieden. Ab 1.21 Uhr sendet der Transponder der Maschine keine Signale mehr aus. Der Funksender dient zur Kommunikation mit der Flugsicherung. Per Radar übermittelt er unter anderem die Kennung des Flugzeugs. Sobald er ein Radarsignal vom Boden empfängt, sendet er automatisch Informationen über die Flughöhe, die Geschwindigkeit, die Flugnummer und das Ziel. Ein
Ein funktionstüchtiger Transponder sollte während des Fluges unter keinen Umständen abgeschaltet werden. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum ein Pilot den Transponder ausstellen sollte. Es gibt keinen. Kann es versehentlich passieren? Nein. Ich weiß nicht, wer ihn abgeschaltet hat. Aber ich weiß, dass dieses teuflische Verbrechen in diesem Moment angefangen hat. Mit dem Abschalten des Transponders. Ein zweites wichtiges Kommunikationsinstrument fällt aus. Das sogenannte Aircraft Communications Addressing and Reporting System, kurz ACARS. Es übermittelt zum Beispiel Daten über Druck und Temperatur in den Triebwerken, über den Ölstand und die Drehzahl. ACARS hält die Fluggesellschaft über den allgemeinen Zustand des Flugzeuges auf dem Laufenden. Es lässt sich nur schwer abschalten. Wenn jemand es mit voller Absicht während des Fluges abschalten wollte, müsste er vorher erst mal nachforschen, wie das überhaupt geht. Man muss sich auskennen. Genau. Ganz klar, da war ein Mensch am Werk. Wurden Transponder und ACARS tatsächlich von Menschenhand abgestellt? Oder hat ein Feuer oder ein technischer Defekt die Systeme außer Gefecht gesetzt? Glauben Sie, einer der Insassen hat es getan? Oder war vielleicht etwas anderes schuld? Ein Feuer? Das wäre gut möglich. Wo genau hätte es dann brennen müssen? Im Electronics Bay unter dem Cockpit. Hätte die Maschine in diesem Fall weiterfliegen können? Das ist extrem unwahrscheinlich. Meiner Ansicht nach. Ich kann mir keinen technischen Defekt vorstellen, der alle Kommunikationssysteme lahmlegt, aber nicht das Flugzeug selbst. Und Sie sind ja immerhin noch 7 Stunden geflogen. Was hat es für Konsequenzen, wenn der Transponder und das ACARS ausfallen? Es gibt nur noch wenige Verbindungen zwischen Flugzeug und Bodenkontrolle. Nur wenige Menschen an Bord von MH370 hatten die nötigen Kenntnisse, um das Flugzeug unter ihre Kontrolle zu bringen und die Kommunikationssysteme abzuschalten. Als erstes nehmen die Ermittler den Kapitän ins Visier. Captain Zahari Ahmad Shah hatte die Möglichkeiten und das Know-how. Er konnte über das Wann und Wie bestimmen. Er war der mächtigste Mann. In dem Flugzeug, genau. Hat Zahari Ahmad Shah sich selbst und 238 Menschen absichtlich in den Tod gerissen? Dies sind die letzten Aufnahmen des Kapitäns von MH370. Sie zeigen, wie er zusammen mit seinem Co-Piloten Farik Abdulhamid durch den Sicherheitscheck des Flughafens Kuala Lumpur geht. Wer ist Captain Zahari Ahmad Shah? Hi everyone, this is a YouTube video that I made as a community service. In diesem selbstgedrehten Video vom Januar 2013 gibt der Pilot Energiespartipps. Zahari Ahmad Shah ist klug und technisch versiert. Und er liebt seinen Beruf. 1981 steigt er bei Malaysia Airlines ein und legt in den kommenden 30 Jahren eine beispielhafte Karriere hin. Wie war sein Ruf als Pilot? Er arbeitete sehr strukturiert und organisiert. Und er war großzügig. Doch die Gerüchteküche brodelt. Die Boulevardpresse berichtet, Zahari Ahmad Shah habe private Probleme. Angeblich stand seine Ehe vor dem Aus.
Er soll in der Flugnacht zu aufgewühlt gewesen sein, um sich ganz auf den Flug zu konzentrieren. Seine Familie hat lange zu dem Thema geschwiegen. Jetzt äußert sich sein Schwager Aswad Khan, der Bruder von Zahari Ahmad Shahs Ehefrau Faisal, zu den Behauptungen. Stand er Ihnen nahe? Ja, als Freund und natürlich als Schwager. Wie oft hat er Sie zu Hause besucht? Jedes Jahr. Wieso möchten Sie mit uns sprechen? Weil ich gemerkt habe, dass viele Leute Sachen über ihn verbreiten, die nicht wahr sind. Angeblich soll Zahari Ahmad Shahs Frau ihn am Tag vor dem Flug verlassen haben und zusammen mit den Kindern ausgezogen sein. Das ist unglaublich. Aber ich kann mir vorstellen, wie das Gerücht zustande kam. Die beiden hatten das so geredet. Immer wenn er beruflich länger unterwegs war, wenn ein Langstreckenflug anstand, übernachtete sie bei ihrem Sohn, damit sie nicht in dem großen Haus so alleine war. Seit sie das Haus gekauft haben, haben sie es immer so gemacht. Das war Alltag? Genau, so ist es. Jetzt eine unangenehme Frage. Hör zu. Wir wollen alle Gerüchte um sein Privatleben klären. Angeblich hatte Zahari Ahmad Shah ein Verhältnis. Darüber weiß ich nichts. Aber selbst wenn, warum nicht? Solange man sich gut um seine Frau kümmert, ist das bei uns in Ordnung. Wenn es nach meiner Schwester ging, könnte er sich gerne eine zweite Frau nehmen. Oder vier. Wir sind Muslime. Auch in seiner Freizeit war Zahari Ahmad Shah von der Fliegerei begeistert. Er hatte einen eigenen Flugsimulator. Stundenlang übte er dort Notlandungen. Auch seine Freunde durften mal ran. Hat der Captain seinen Simulator geheim gehalten? Definitiv nicht. Er war sehr stolz auf ihn. Er hat ihn ungefähr vor einem Jahr aufgebaut und sofort Fotos davon auf Facebook gepostet. Es ist nichts Verwerfliches daran. There's nothing sinister about it. Tatsächlich haben viele Piloten Flugsimulatoren. Allerdings soll Zahari Ahmad Shah noch am Tag vor dem Unglücksflug Daten von der Festplatte gelöscht haben. Sein Schwager sagt, das könne nicht sein. Seine Schwester habe ihm erzählt, der Simulator sei seit Monaten defekt. Der Simulator war schon komplett auseinandergenommen. Er war so kaputt, dass Zahari die Festplatte neu formatieren musste. Nochmal. Seine Frau hat Ihnen erzählt, dass er den Simulator im Jahr 2014 nicht benutzt hat, außer um ihn zu reparieren. Ja, genau. Er hat keine schwierigen Landungen oder Starts geübt. 2014? Ich glaube nicht. Der Simulator funktionierte ja nicht. Zahari Ahmad Shah war politisch interessiert. Er unterstützte den malaysischen Oppositionsführer Anwar Ibrahim, einen entfernten Verwandten. Back in court again, Anwar Ibrahim has walked this path many times before. Am 7. März 2014 wird der Politiker Anwar Ibrahim wegen Homosexualität zu 5 Jahren Haft verurteilt. Viele glauben, das Verfahren habe politische Gründe. Angeblich ist Zahari Ahmad Shah bei der Urteilsverkündung anwesend, nur Stunden vor dem Start von MH370. Hat er das Flugzeug entführt, um gegen die politische Lage im Land zu protestieren? War Zahari Ahmad Shah bei dem Verfahren dabei? Nein. Wie es ausgegangen war, wusste er von meiner Schwester. Sie hat ihm davon erzählt. Manche glauben, Captain Zahari Ahmad Shah war so erschüttert von dem Gerichtsurteil, dass er sich und alle Insassen absichtlich in den Tod gestürzt hat. Halten Sie das für absurd? Er müsste das innerhalb von 4-5 Stunden geplant haben. Absolut lächerlich. Zahari Ahmad Shah bleibt einer der Hauptverdächtigen. Aber bislang konnten die Ermittler weder ein klares Motiv noch Beweise finden. Hat er an jenem Morgen den Flugzeugtransponder abgeschaltet?
Oder war es jemand anders? Hatte das Gerät womöglich eine Störung? Sicher ist nur, von einer Minute auf die nächste verschwindet die Maschine von den Radarschirmen der Flugsicherung. Wenn man als Fluglotse eine Maschine ganz plötzlich nicht mehr sieht, am Himmel oder auf dem Radar, muss man eigentlich sofort stutzig werden und sich Sorgen machen. Aber niemand reagiert. Höchstwahrscheinlich, weil Transponder und ACARS genau in dem Moment ausfallen, als Flug MH370 in einen neuen Flugsektor wechselt. Vom malaysischen Luftraum in den vietnamesischen. Wenn ich ein Flugzeug in meine Gewalt bringen und verschwinden lassen wollte, würde ich genau diesen Zeitpunkt wählen. Hat MH370 das mit Absicht gemacht? Ja. Als MH370 in den Luftraum Vietnams eintritt, werden die Piloten angewiesen, sich bei der Luftsicherung von Ho Chi Minh Stadt zu melden. Ein völlig normaler Vorgang. Jeder Pilot überall auf der Welt weiß, dass er dann auf eine andere Frequenz wechseln muss. Wahrscheinlich war sie in diesem Fall sogar schon voreingestellt. In Vietnam warten die Fluglotsen auf Meldung von MH370. Minuten verstreichen, aber nichts passiert. Das hätte alles in einem Rutsch ablaufen müssen. Kuala Lumpur, gute Nacht, klick. Ho Chi Minh Stadt, guten Morgen. Mehr ist das nicht. Das geht ganz schnell. Aber der zweite Spruch kam nie. Die Flugkontrolle in Ho Chi Minh Stadt wartet vergeblich auf ein Lebenszeichen. Wie oft kommt es vor, dass sich ein Flugzeug nicht anmeldet? Nie, das ist völlig unüblich. Es sei denn, es gibt ein Problem mit den Kommunikationsgeräten. Als die Flugsicherung in Vietnam nichts von MH370 hörte, hätte sie sofort in Kuala Lumpur anrufen müssen. Stattdessen lassen die Mitarbeiter wertvolle Zeit verstreichen. Erst nach 20 Minuten meldet Ho Chi Minh Stadt, dass alle Kontaktversuche fehlgeschlagen seien. Das ist zu lang. Viel zu lang. Sowas muss innerhalb von 3-4 Minuten passieren. Malaysia Airlines selbst trägt zur allgemeinen Verwirrung bei. Im Laufe der Nacht gibt die Zentrale 3 Falschmeldungen heraus. Unterlagen der malaysischen Regierung zufolge teilt ein Mitarbeiter von Malaysia Airlines der Luftsicherung gegen 2 Uhr mit, MH370 befinde sich im Luftraum von Kambodscha. Eine Viertelstunde später wiederholt er, die Maschine fliege derzeit über kambodschanisches Gebiet. Um 2.35 Uhr geht die dritte Meldung ein, diesmal sogar mit genauen Koordinaten. Schon um 2 Uhr war bekannt, dass MH370 vom Kurs abgewichen war. Das gibt einem doch zu denken. Absolut. Was ich noch überraschender finde, ist, dass die Control Tower die Maschine nicht finden konnten, Malaysia Airlines ihnen aber zur selben Zeit die genaue Position durchgeben konnte. Laut der offiziellen Tabelle hat Malaysia Airlines erst um 2.39 Uhr versucht, die Piloten direkt zu kontaktieren. 4 Minuten, nachdem sie die Koordinaten von MH370 durchgegeben hatte. Um 3.30 Uhr korrigiert die Airline ihre Angaben. Die Information, MH370 fliege über Kambodscha, basiere auf Berechnungen, die nicht dazu geeignet seien, die Maschine zuverlässig zu orten. Weitere 2 Stunden vergehen, bis Kuala Lumpur endlich die Luftrettung alarmiert.
Sie warteten bis 5.30 Uhr. Das erscheint mir sehr lang. Normalerweise wird so ein Vorfall sehr früh allen zuständigen Autoritäten gemeldet und ein Koordinationszentrum für die Suche und Rettung der Maschine eingerichtet. Hat tatsächlich jemand die Maschine gekapert, verschafft ihm die Untätigkeit am Boden Zeit, seinen Plan weiterzuführen. Schon um 1.30 Uhr weicht die Boeing erstmals mit einer weiten Linkskurve maßgeblich vom Kurs ab. Haben die Passagiere das mitgekriegt? Nicht unbedingt. Sie waren bestimmt müde und kurz vorm Einschlafen. Niemand weiß, wer die Maschine zu diesem Zeitpunkt steuert. Mit ausgeschaltetem Transponder ist sie zu einem Geisterflug geworden, unsichtbar für das Sekundärradar der Bodenkontrolle. Auf dem Primärradar des Militärs ist MH370 weiterhin zu sehen. Aber die Offiziere kümmern sich nicht um das abtrünnige Flugzeug. Stellen Sie sich vor, es ist recht ruhig am Himmel. Alle Flugzeuge auf dem Radarschirm haben ihren Transponder an. Aber dann taucht plötzlich eines ohne auf. Das ist doch ein eindeutiger Hinweis, dass irgendetwas nicht stimmt. Normalerweise greift man dann zum Telefon und versucht herauszufinden, was los ist. Doch anscheinend passierte nichts. Dies ist die Route, die MH370 wahrscheinlich genommen hat. Bei ihrer geschätzten Flughöhe und Geschwindigkeit brauchte die Maschine etwa eine Viertelstunde, um die malaysische Halbinsel einmal zu überqueren. Auf ihrem Zickzackkurs durchflog sie mindestens zwei militärische Radarzonen, unter anderem die von Butterworth im Bundesstaat Penang. Was hätte das Militär tun sollen? Normalerweise wird sofort die Luftwaffe informiert. Die schicken dann jemanden, der die fremde Maschine anweist, zu landen oder den malaysischen Luftraum zu verlassen. Das ist das Standardverfahren. Aber niemand hat etwas getan. Sie haben also gegen Richtlinien verstoßen. Ja. Das meint auch Imran Abdul Hamid, früherer Admiral bei der malaysischen Marine und Mitglied der malaysischen Opposition. Ist es unentschuldbar, dass das Militär die Maschine nicht verfolgt hat? Auf jeden Fall. Wenn das Flugzeug über malaysisches Gebiet fliegt, müssen sie unbedingt reagieren. Das ist ihre Pflicht und ihre Verantwortung. Etwa 40 Minuten dürfte sich MH370 als unidentifiziertes Objekt über die Radarschirme bewegt haben. Bis 2.25 Uhr. Das ist ein ausgewachsener Skandal. So etwas kann die nationale Sicherheit in große Gefahr bringen. Es lag in ihrer Verantwortung, aber sie haben nicht gehandelt. Dafür müssen sie sich jetzt vor dem malaysischen Volk rechtfertigen. Die Stabschefs der Landstreitkräfte und der Luftwaffe müssen für ihr Verhalten gerade stehen. Wenn sie ihr Vorgehen nicht begründen können, sollten sie zurücktreten. Das Militär hat die Radarsignale einfach ignoriert. Das kann man nicht entschuldigen. Aber der Verteidigungsminister tut einfach so, als wäre nichts passiert. Das Amt für Zivilluftfahrt soll das Militär sogar über das Verschwinden von MH370 informiert und darum gebeten haben, dass sie auf dem Radar nach der Maschine Ausschau halten. Bislang hat Malaysias Verteidigungsminister Hishamuddin Hussein dazu geschwiegen. Minister Hishamuddin, stimmt es, dass das Amt für Zivilluftfahrt das Militär an diesem frühen Morgen kontaktiert hat? Hat das Amt für Zivilluftfahrt das Militär frühmorgens über das Verschwinden des Flugzeugs informiert? Wann? Frühmorgens am 8. März gegen 2 Uhr. Nein, so weit gehe ich jetzt nicht zurück. Aber die Frage wurde nie beantwortet. Sie wird noch beantwortet. Tun Sie es doch bitte heute. Nein, alle Beteiligten müssen sich dazu äußern dürfen. Eine Woche später erklärt sich Hishamuddin Hussein bereit, im Verteidigungsministerium ein Interview zu dem Fall zu geben.
Er bestätigt, dass das Amt für Zivilluftfahrt das Militär über MH370 informiert hatte. Das Amt hat beim Militär angerufen? Ja. Wann? Da müssen Sie dort direkt nachfragen. Die werden es Ihnen sicher genau sagen. Ich will nicht wieder wie in den vergangenen Wochen auf Daten, Nummern, Namen und Ränge festgenagelt werden. Obwohl die Behörden den Vorfall schon früh gemeldet hatten, unternahm das Militär nichts, um das Flugzeug aufzuhalten. Verteidigungsminister Hishamuddin Hussein erklärt, der zuständige Offizier habe den Kurs von MH370 zwar auf dem Radar beobachtet, aber entschieden, dass von der Maschine keine Gefahr ausgehe. Es habe auch keinen Grund gegeben, ihr nachzufliegen. Warum haben Sie keine Jets losgeschickt, wenn Sie doch schon sehr früh wussten, dass das Flugzeug vermisst wurde? Sie hatten 4,5 Stunden, um zu reagieren. Es war keine feindliche Maschine, sondern eine kommerzielle. Und wir sind mit niemandem im Krieg. Was hätten wir machen sollen? Sie abschießen? Das haben Sie gesagt. Ich frage Sie. Was sollen wir da oben, wenn wir sowieso nicht schießen? Schauen, wo es hinfliegt? Brauchen Sie dafür einen Kampfjet? Wir reden über eine Militäroperation. Wenn ich es hätte abschießen lassen, wären Sie die Erste, die fragen würde, wie können Sie auf ein kommerzielles Flugzeug feuern, in dem Menschen aus 14 Nationen sitzen? Dann wäre ich noch viel schlimmer dran. Warum überhaupt schießen? Die Amerikaner würden es tun. Hätte das Militär den Kurs von MH370 aktiv verfolgt, wäre Malaysia ein kostspieliger Fehler erspart geblieben. Die Regierung begann ihre Suche an der völlig falschen Stelle, im südchinesischen Meer. Das Amt für Zivilluftfahrt hat in Zusammenarbeit mit weiteren Behörden einen sehr großen Teil des südchinesischen Meeres gründlich absuchen lassen. Die Auswertung von anderen Daten brachte die Suchtrupps auf eine neue Spur. Die britische Satellitenfirma Inmarsat konnte auf Basis kurzer Kontakte, die MH370 mit einem ihrer Satelliten hatte, nachweisen, dass der Jet bis 8.19 Uhr in der Luft war. Das ist kein Hexenwerk. Wir haben die wenigen Daten, die uns vorlagen, auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise kombiniert. Die Daten kamen von der Bodenstation der Firma im australischen Perth. Die Satellitenkommunikationsanlage an Bord des Flugzeugs, kurz SATCOM, hatte offenbar noch Stunden nach dem Verschwinden in regelmäßigen Abständen Signale ausgesendet. Die Kollegen haben sich sofort das komplette Datenprotokoll angesehen. SATCOM dient unter anderem dazu, die Daten von ACARS zu übermitteln. Nachdem ACARS ausgefallen war, sendete SATCOM einmal pro Stunde ein automatisch generiertes Signal aus, einen sogenannten Ping. Ein Satellit von Inmarsat über dem Indischen Ozean zeichnete die Pings auf, den letzten um 8.19 Uhr. Man spricht in dem Fall von einem Handshake, also einem Handschlag. SATCOM nimmt in regelmäßigen Abständen Kontakt zu einem unserer Satelliten auf, um zu signalisieren, dass es funktioniert und kommunikationsbereit ist. So können wir überprüfen, ob das Timing zwischen den beiden noch stimmt und ob alle Kanäle verfügbar sind. 2 Tage lang grübeln die Experten über den Daten. Mithilfe der Uhrzeit und der Frequenz der Signale wollen sie den Kurs von MH370 nachvollziehen. Wie läuft's? Gut. Diese 7 Bögen zeigen, wohin die Maschine geflogen ist, nachdem sie nicht mehr auf dem Radar zu sehen war, Richtung Südindischer Ozean. Es war harte Arbeit, alles zu analysieren, gegenzuchecken und auszuwerten. Wir mussten sichergehen, dass wir die Daten richtig interpretieren. Inmarsats Bodenstation zeichnete 7 Handshakes zwischen MH370 und dem Satelliten auf.
Die Maschine flog also bis in die Morgenstunden. Das letzte Lebenszeichen, ein unvollständiger Handshake, erfolgte um 8.19 Uhr Ortszeit. Heißt das, MH370 ist auch so lange geflogen? Es beweist, dass SATCOM bis 8.19 Uhr funktioniert hat. Daraus können wir schließen, dass die Maschine in diesem Zeitraum noch geflogen ist. Und danach gingen keine Daten mehr ein. Danach nicht mehr. Auf die nächste Abfrage um 9.15 Uhr hat SATCOM nicht mehr geantwortet. Am 11. März, drei Tage nachdem Flug MH370 verschwunden ist, gibt Inmarsat die Daten an die malaysische Regierung weiter. Sie beweisen, dass die Boeing 777 nach dem letzten Funkkontakt mit der Flugsicherung noch Stunden weiter Richtung Norden oder Süden geflogen ist. Trotzdem verkündet Verteidigungsminister Hishamuddin Hussein zwei Tage später, Flug MH370 könne nach seinem Verschwinden unmöglich noch lange in der Luft gewesen sein. Meine Damen und Herren, bevor ich auf Fragen eingehe, möchte ich ein paar Sachen klären. Einige Medien haben berichtet, dass die Maschine noch einige Zeit weitergeflogen ist, nachdem wir den Kontakt verloren haben. Wie Malaysia Airlines Ihnen in Kürze bestätigen wird, sind diese Berichte falsch. Haben die Behörden die Informationen nie bekommen oder haben sie sie einfach ignoriert? Erst zwei Tage später stellt die malaysische Regierung die Suche im südchinesischen Meer ein. Malaysia hat die Suche erst Tage später in andere Gebiete verlegt. War es vernünftig, so lange zu warten? Schwer zu sagen. Wirklich sehr schwer zu sagen. Bei Ereignissen dieser Größenordnung bildet ja jeder schnell eine Meinung. Das haben wir im Laufe der Zeit gelernt. Minister Hussein sagt, die Regierung habe die Daten prüfen müssen, bevor sie etwas unternehmen konnte. Wir haben die Suche im südchinesischen Meer erst abgebrochen, als wir mit absoluter Sicherheit wussten, dass die Signale von Flug MH370 standen. Wir hatten ja sehr viele Hinweise, die auf eine Stelle im südchinesischen Meer hindeuteten. Feuerkugeln am Himmel, Ölflecken, Rettungsinseln, Rettungsboote, sogar Bilder von chinesischen Satelliten. Das stimmt, da kam eine Menge zusammen. Aber war es vernünftig, sich drei Tage Zeit zu nehmen, um alles auszuwerten? Waren es drei Tage? Sie können nicht einfach so behaupten, wir hätten drei Tage gebraucht. Zwei Wochen nach der Unglücksnacht gibt der malaysische Premierminister Najib Razak öffentlich bekannt, dass die letzte Spur von MH370 Richtung Südindischer Ozean führt. It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Die Trauer der Angehörigen schlägt schnell in Wut um. They give us the truth. That's what we want. Mit Flugzeugen, Spezialschiffen und Unterwassersonden suchen Experten im Indischen Ozean nach Spuren der vermissten Boeing. Die Blackbox sendet schon lange keine Signale mehr. Ihre Batterie reichte nur für 30 Tage. Die Suche konzentriert sich auf den Meeresboden. Eine extrem aufwendige und teure Aktion. Ein verschollenes Flugzeug ist nichts Alltägliches. Abstürze kommen häufiger vor. Man weiß, wie man damit umgeht. Aber wer trägt in diesem Fall die Verantwortung? Das Amt für Zivilluftfahrt?
Malaysia Airlines selbst? Seit dem mysteriösen Geisterflug verbreiten sich die wildesten Verschwörungstheorien ungehemmt im Internet. Vom Terrorakt bis zum Massenmord, von der Alien-Attacke bis zur Geheimdienstoperation. Das Schicksal von MH370 geht unter die Haut. Und nichts scheint unmöglich. Dazu geschwiegen. Minister Hishamuddin, stimmt es, dass das Amt für Zivilluftfahrt das Militär an diesem frühen Morgen kontaktiert hat? Hat das Amt für Zivilluftfahrt das Militär früh morgens über das Verschwinden des Flugzeugs informiert? Wann? Früh morgens am 8. März gegen 2 Uhr. Nein, so weit gehe ich jetzt nicht zurück. Aber die Frage wurde nie beantwortet. Sie wird noch beantwortet. Tun Sie es doch bitte heute. Nein, alle Beteiligten müssen sich dazu äußern dürfen. Eine Woche später erklärt sich Hishamuddin Hussein bereit, im Verteidigungsministerium ein Interview zu dem Fall zu geben. Er bestätigt, dass das Amt für Zivilluftfahrt das Militär über MH370 informiert hatte. Das Amt hat beim Militär angerufen? Ja. Wann? Da müssen Sie dort direkt nachfragen. Die werden es Ihnen sicher genau sagen. Ich will nicht wieder wie in den vergangenen Wochen auf Daten, Nummern, Namen und Ränge festgenagelt werden. Obwohl die Behörden den Vorfall schon früh gemeldet hatten, unternahm das Militär nichts, um das Flugzeug aufzuhalten. Verteidigungsminister Hishamuddin Hussein erklärt, der zuständige Offizier habe den Kurs von MH370 zwar auf dem Radar beobachtet, aber entschieden, dass von der Maschine keine Gefahr ausgehe. Es habe auch keinen Grund gegeben, ihr nachzufliegen. Warum haben Sie keine Jets losgeschickt, wenn Sie doch schon sehr früh wussten, dass das Flugzeug vermisst wurde? Sie hatten 4,5 Stunden, um zu reagieren. Es war keine feindliche Maschine, sondern eine kommerzielle. Und wir sind mit niemandem im Krieg. Was hätten wir machen sollen? Sie abschießen? Das haben Sie gesagt. Ich frage Sie. Was sollen wir da oben, wenn wir sowieso nicht schießen? Schauen, wo es hinfliegt? Brauchen Sie dafür einen Kampfjet? Wir reden über eine Militäroperation. Wenn ich es hätte abschießen lassen, wären Sie die Erste, die fragen würde, wie können Sie auf ein kommerzielles Flugzeug feuern, in dem Menschen aus 14 Nationen sitzen? Dann wäre ich noch viel schlimmer dran. Warum überhaupt schießen? Die Amerikaner würden es tun. Hätte das Militär den Kurs von MH370 aktiv verfolgt, wäre Malaysia ein kostspieliger Fehler erspart geblieben. Die Regierung begann ihre Suche an der völlig falschen Stelle. Grenzen und drängen auf Antworten. Aber die Regierung zieht sich immer weiter zurück. Verschwörungstheorien verbreiten sich. Die Angehörigen sind verzweifelt. Sie glauben an eine Verschwörung? Ja, sie soll die Leute schützen, die ihren Job nicht richtig gemacht haben. Und wer ist das? Jeder, der in dieser Nacht Dienst hatte. Die Luftwaffe. Malaysia Airlines, die Verantwortlichen am Flughafen Kuala Lumpur, da gibt's eine ganze Reihe. Wie konnte MH370 unter den Augen so vieler Kontrollinstanzen einfach verschwinden? Ein ziemliches Rätsel, oder? Ein gigantisches. Solche Dinge passieren normalerweise nicht. Das
Das Mysterium beginnt um 1.19 Uhr. Etwa 90 Sekunden nach dem letzten Funkspruch. Diese 90 Sekunden sind der Schlüssel. Alles, was danach mit Flug MH370 passiert ist, hat sich in diesen Sekunden entschieden. Ab 1.21 Uhr sendet der Transponder der Maschine keine Signale mehr aus. Der Funksender dient zur Kommunikation mit der Flugsicherung. Per Radar übermittelt er unter anderem die Kennung des Flugzeugs. Sobald er ein Radarsignal vom Boden empfängt, sendet er automatisch Informationen über die Flughöhe, die Geschwindigkeit, die Flugnummer und das Ziel. Ein funktionstüchtiger Transponder sollte während des Fluges unter keinen Umständen abgeschaltet werden. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, warum ein Pilot den Transponder ausstellen sollte. Es gibt keinen. Kann es versehentlich passieren? Nein. Ich weiß nicht, wer ihn abgeschaltet hat. Das ist unglaublich. Aber ich kann mir vorstellen, wie das Gerücht zustande kam. Die beiden hatten das so geregelt. Immer wenn er beruflich länger unterwegs war, wenn ein Langstreckenflug anstand, übernachtete sie bei ihrem Sohn, damit sie nicht in dem großen Haus so alleine war. Seit sie das Haus gekauft haben, haben sie es immer so gemacht. Das war Alltag? Genau, so ist es. Jetzt eine unangenehme Frage. Hör zu. Wir wollen alle Gerüchte um sein Privatleben klären. Angeblich hatte Zahari Ahmed Shah ein Verhältnis. Darüber weiß ich nichts. Aber selbst wenn, warum nicht? Solange man sich gut um seine Frau kümmert, ist das bei uns in Ordnung. Wenn es nach meiner Schwester ging, könnte er sich gerne eine zweite Frau nehmen. Oder vier. Wir sind Muslime. Auch in seiner Freizeit war Zahari Ahmed Shah von der Fliegerei begeistert. Er hatte einen eigenen Flugsimulator. Stundenlang übte er dort Notlandungen. Auch seine Freunde durften mal ran. Hat der Captain seinen Simulator geheim gehalten? Definitiv nicht. Er war sehr stolz auf ihn. Er hat ihn ungefähr vor einem Jahr aufgebaut und sofort Fotos davon auf Facebook gepostet. Es ist nichts Verwerfliches daran. Tatsächlich haben viele Piloten Flugsimulatoren. Allerdings soll Zahari Ahmed Shah noch am Tag vor dem Unglücksflug Daten von der Festplatte gelöscht haben. Sein Schwager sagt, das könne nicht sein. Seine Schwester habe ihm erzählt, der Simulator sei seit Monaten defekt. Der Simulator war schon komplett auseinandergenommen. Er war so kaputt, dass Zahari die Festplatte neu formatieren musste. Nochmal. Seine Frau hat Ihnen erzählt, dass er den Simulator im Jahr 2014 nicht benutzt hat, außer um ihn zu reparieren. Ja, genau. Er hat keine schwierigen Landungen oder Starts geübt. 2014? Ich glaube nicht. Der Simulator funktionierte ja nicht. Zahari Ahmed Shah war politisch interessiert. Er unterstützte den malaysischen Oppositionsführer Anwar Ibrahim, einen entfernten Verwandten. Back in court again. Anwar Ibrahim has walked this path many times before. Am 7. März 2014 wird der Politiker Anwar Ibrahim wegen Homosexualität zu 5 Jahren Haft verurteilt. Viele glauben, das Verfahren habe politische Gründe. Angeblich ist Zahari Ahmed Shah bei der Urteilsverkündung anwesend, nur Stunden vor... Mit Absicht gemacht? Air Traffic Control. Ja. Als MH370 in den Luftraum Vietnams eintritt, werden die Piloten angewiesen, sich bei der Luftsicherung von Ho Chi Minh Stadt zu melden. Ein völlig normaler Vorgang. Jeder Pilot überall auf der Welt weiß, dass er dann auf eine andere Frequenz wechseln muss. Wahrscheinlich war sie in diesem Fall sogar schon voreingestellt.
Collision 370, contact Ho Chi Minh 120.9, right. In Vietnam warten die Fluglotsen auf Meldung von MH370. Minuten verstreichen, aber nichts passiert. Das hätte alles in einem Rutsch ablaufen müssen. Kuala Lumpur, gute Nacht, klick. Ho Chi Minh Stadt, guten Morgen. Mehr ist das nicht. Das geht ganz schnell. Aber der zweite Spruch kam nie. Die Flugkontrolle in Ho Chi Minh Stadt wartet vergeblich auf ein Lebenszeichen. Wie oft kommt es vor, dass sich ein Flugzeug nicht anmeldet? Nie, das ist völlig unüblich. Es sei denn, es gibt ein Problem mit den Kommunikationsgeräten. Als die Flugsicherung in Vietnam nichts von MH370 hörte, hätte sie sofort in Kuala Lumpur anrufen müssen. Stattdessen lassen die Mitarbeiter wertvolle Zeit verstreichen. Erst nach 20 Minuten meldet Ho Chi Minh Stadt, dass alle Kontaktversuche fehlgeschlagen seien. Das ist zu lang. Viel zu lang. Sowas muss innerhalb von 3-4 Minuten passieren. Malaysia Airlines selbst trägt zur allgemeinen Verwirrung bei. Im Laufe der Nacht gibt die Zentrale 3 Falschmeldungen heraus. Unterlagen der malaysischen Regierung zufolge teilt ein Mitarbeiter von Malaysia Airlines der Luftsicherung gegen 2 Uhr mit, MH370 befinde sich im Luftraum von Kambodscha. Eine Viertelstunde später wiederholt er, die Maschine fliege derzeit über kambodschanisches Gebiet. Um 2.35 Uhr geht die dritte Meldung ein, diesmal sogar mit genauen Koordinaten. Schon um 2 Uhr war bekannt, dass MH370 vom Kurs abgewichen war. Das gibt einem doch zu denken. Versiert. Und er liebt seinen Beruf. 1981 steigt er bei Malaysia Airlines ein und legt in den kommenden 30 Jahren eine beispielhafte Karriere hin. Wie war sein Ruf als Pilot? Er arbeitete sehr strukturiert und organisiert. Und er war großzügig. Doch die Gerüchteküche brodelt. Die Boulevardpresse berichtet, Zahari Ahmad Shah habe private Probleme. Angeblich stand seine Ehe vor dem Aus. Er soll in der Flugnacht zu aufgewühlt gewesen sein, um sich ganz auf den Flug zu konzentrieren. Seine Familie hat lange zu dem Thema geschwiegen. Jetzt äußert sich sein Schwager Aswad Khan, der Bruder von Zahari Ahmad Shahs Ehefrau Faiza, zu den Behauptungen. Stand er Ihnen nahe? Ja, als Freund und natürlich als Schwager. Wie oft hat er Sie zu Hause besucht? Jedes Jahr. Wieso möchten Sie mit uns sprechen? Weil ich gemerkt habe, dass viele Leute Sachen über ihn verbreiten, die nicht wahr sind. Angeblich soll Zahari Ahmad Shahs Frau ihn am Tag vor dem Flug verlassen haben und zusammen mit den Kindern ausgezogen sein. Das ist unglaublich. Aber ich kann mir vorstellen, wie das Gerücht zustande kam. Die beiden hatten das so geregelt. Immer wenn er beruflich länger unterwegs war, wenn ein Langstreckenflug anstand, übernachtete sie bei ihrem Sohn. Damit sie nicht in dem großen Haus so alleine war. Seit sie das Haus gekauft haben, haben sie es immer so gemacht. Das war Alltag? Genau, so ist es. Jetzt eine unangenehme Frage. Hör zu. Wir wollen alle Gerüchte um sein Privatleben klären. Angeblich hatte Zahari Ahmad Shah ein Verhältnis. Darüber weiß ich nichts. Aber selbst wenn, warum nicht? Solange man sich gut um seine Frau kümmert, ist das bei uns in Ordnung.
Wenn es nach meiner Schwester ging, könnte er sich gerne eine zweite Frau nehmen. Oder vier. Wir sind Muslime. Auch in seiner Freizeit war Zahari Ahmad Shah von der Fliegerei begeistert. Er hatte einen eigenen Flugsimulator. Stundenlang übte er dort Notlandungen. Auch seine Freunde durften mal ran. Hat der Captain seinen Simulator geheim gehalten? Definitiv. Lang verloren hat. Was niemand ahnt, MH370 ist immer noch in der Luft. Ja, so war es. Aber ihnen ging der Sprit aus. Sie hatten nur noch 6 Tonnen Kerosin im Tank. Ja, noch flogen sie. Da hatten wir gerade den Fernseher eingeschaltet. Als ich hörte, dass sie noch in der Luft waren, lief es mir kalt den Rücken runter. In der Zwischenzeit strömen aufgebrachte Angehörige zum Flughafen von Kuala Lumpur. Die Nerven liegen blank. Die Menschen in Malaysia beginnen zu beten. Sie verlangen Informationen, aber die Regierung hält sich bedeckt. Vertreter von fast 300 Nachrichtenagenturen warten vergeblich auf Neuigkeiten. Die Politiker drucksten tagelang herum und hielten wichtige Informationen zurück. Das machte die Leute misstrauisch. Reporter aus aller Welt stürmen die Pressekonferenzen und drängen auf Antworten. Aber die Regierung zieht sich immer weiter zurück. Verschwörungstheorien verbreiten sich. Die Angehörigen sind verzweifelt. Sie glauben an eine Verschwörung? Ja, sie soll die Leute schützen, die ihren Job nicht richtig gemacht haben. Und wer ist das? Jeder, der in dieser Nacht Dienst hatte. Die Luftwaffe, Malaysia Airlines, die Verantwortlichen am Flughafen Kuala Lumpur. Da gibt's eine ganze Reihe. Wie konnte MH370 unter den Augen so vieler Kontrollinstanzen einfach verschwinden? Ich will nicht wieder wie in den vergangenen Wochen auf Daten, Nummern, Namen und Ränge festgenagelt werden. Obwohl die Behörden den Vorfall schon früh gemeldet hatten, unternahm das Militär nichts, um das Flugzeug aufzuhalten. Verteidigungsminister Hishamuddin Hussein erklärt, der zuständige Offizier habe den Kurs von MH370 zwar auf dem Radar beobachtet, aber entschieden, dass von der Maschine keine Gefahr ausgehe. Es habe auch keinen Grund gegeben, ihr nachzufliegen. Warum haben Sie keine Jets losgeschickt, wenn Sie doch schon sehr früh wussten, dass das Flugzeug vermisst wurde? Sie hatten 4,5 Stunden, um zu reagieren. Es war keine feindliche Maschine, sondern eine kommerzielle. Und wir sind mit niemandem im Krieg. Was hätten wir machen sollen? Sie abschießen? Das haben Sie gesagt. Ich frage Sie. Was sollen wir da oben, wenn wir sowieso nicht schießen? Schauen, wo es hinfliegt? Brauchen Sie dafür einen Kampfjet? Wir reden über eine Militäroperation. Wenn ich es hätte abschießen lassen, wären Sie die Erste, die fragen würde, wie können Sie auf ein kommerzielles Flugzeug feuern, in dem Menschen aus 14 Nationen sitzen? Dann wäre ich noch viel schlimmer dran.
I'll be in a worse position probably. Warum überhaupt schießen? Die Amerikaner würden es tun. Hätte das Militär den Kurs von MH370 aktiv verfolgt, wäre Malaysia ein kostspieliger Fehler erspart geblieben. Die Regierung begann ihre Suche an der völlig falschen Stelle, im südchinesischen Meer. Das Amt für Zivilluftfahrt hat in Zusammenarbeit mit weiteren Behörden einen sehr großen Teil des südchinesischen Meeres gründlich absuchen lassen. Die Auswertung von anderen Daten brachte die Suchtrupps auf eine neue Spur. Die britische Satellitenfirma Inmarsat konnte auf Basis kurzer Kontakte, die MH370 mit einem ihrer Satelliten hatte, nachweisen, dass der Jet bis 8.19 Uhr in der Luft war. Das ist kein Hexenwerk. Wir haben die wenigen Daten, die uns vorlagen, auf eine etwas unkonventionelle Art und Weise kombiniert. Die Daten kamen von der Bodenstation der Firma im australischen Perth. Die Satellitenkommunikationsanlage an Bord des Flugzeugs, kurz SATCOM, hatte offenbar noch Stunden nach dem Verschwinden in regelmäßigen Abständen Signale ausgesendet. Die Kollegen haben sich sofort das komplette Daten... Weil ich gemerkt habe, dass viele Leute Sachen über ihn verbreiten, die nicht wahr sind. Angeblich soll Zahari Ahmad Shahs Frau ihn am Tag vor dem Flug verlassen haben und zusammen mit den Kindern ausgezogen sein. Das ist unglaublich. Aber ich kann mir vorstellen, wie das Gerücht zustande kam. Die beiden hatten das so geregelt. Immer wenn er beruflich länger unterwegs war, wenn ein Langstreckenflug anstand, übernachtete sie bei ihrem Sohn, damit sie nicht in dem großen Haus so alleine war. Seit sie das Haus gekauft haben, haben sie es immer so gemacht. Das war Alltag? Genau, so ist es. Jetzt eine unangenehme Frage. Hör zu. Wir wollen alle Gerüchte um sein Privatleben klären. Angeblich hatte Zahari Ahmed Shah ein Verhältnis. Darüber weiß ich nichts. Aber selbst wenn, warum nicht? Solange man sich gut um seine Frau kümmert, ist das bei uns in Ordnung. Wenn es nach meiner Schwester ging, könnte er sich gerne eine zweite Frau nehmen. Oder vier. Wir sind Muslime. Auch in seiner Freizeit war Zahari Ahmad Shah von der Fliegerei begeistert. Er hatte einen eigenen Flugsimulator. Stundenlang übte er dort Notlandungen. Auch seine Freunde durften mal ran. Hat der Captain seinen Simulator geheim gehalten? Definitiv nicht. Er war sehr stolz auf ihn. Er hat ihn ungefähr vor einem Jahr aufgebaut und sofort Fotos davon auf Facebook gepostet. Es ist nichts Verwerfliches daran. Tatsächlich haben viele Piloten Flugsimulatoren. Allerdings soll Zahari Ahmad Shah noch am Tag vor dem Unglücksflug Daten von der Festplatte gelöscht haben. Sein Schwager sagt, das könne nicht sein. Seine Schwester habe ihm erzählt, der Simulator sei seit Monaten defekt. Der Simulator war schon komplett auseinandergenommen. Er war so kaputt, dass Zahari die Festplatte neu formatieren musste. Nochmal. Seine Frau hat ihnen erzählt, dass er den Simulator im Jahr 2014 nicht benutzt hat, außer um ihn zu reparieren. Ja, genau. Er hat keine schwierigen Landungen oder Starts geübt. 2014? Ich glaube nicht. Der Simulator funktionierte ja nicht. Zahari Ahmad Shah war politisch interessiert. Er unterstützte den malaysischen Oppositionsführer Anwar Ibrahim, einen entfernten Verwandten. Liege derzeit über kambodschanisches Gebiet. Um 2.35 Uhr geht die dritte Meldung ein, diesmal sogar mit genauen Koordinaten. Schon um 2 Uhr war bekannt, dass MH370 vom Kurs abgewichen war. Das gibt einem doch zu denken. Absolut. Was ich noch überraschender finde, ist, dass die Control Tower die Maschine nicht finden konnten,
Malaysia Airlines ihnen aber zur selben Zeit die genaue Position durchgeben konnte. Supposedly is reporting the position of that aircraft. Laut der offiziellen Tabelle hat Malaysia Airlines erst um 2.39 Uhr versucht, die Piloten direkt zu kontaktieren. 4 Minuten, nachdem sie die Koordinaten von MH370 durchgegeben hatte. Um 3.30 Uhr korrigiert die Airline ihre Angaben. Die Information, MH370 fliege über Kambodscha, basiere auf Berechnungen, die nicht dazu geeignet seien, die Maschine zuverlässig zu orten. Weitere 2 Stunden vergehen, bis Kuala Lumpur endlich die Luftrettung alarmiert. Sie warteten bis 5.30 Uhr. Das erscheint mir sehr lang. Normalerweise wird so ein Vorfall sehr früh allen zuständigen Autoritäten gemeldet und ein Koordinationszentrum für die Suche und Rettung der Maschine eingerichtet. Hat tatsächlich jemand die Maschine gekapert, verschafft ihm die Untätigkeit am Boden Zeit, seinen Plan weiterzuführen. Schon um 1.30 Uhr weicht die Boeing erstmals mit einer weiten Linkskurve maßgeblich vom Kurs ab. Haben die Passagiere das mitgekriegt? Nicht unbedingt. Sie waren bestimmt müde und kurz vorm Einschlafen. Niemand weiß, wer die Maschine zu diesem Zeitpunkt steuert. Mit ausgeschaltetem Transponder ist sie zu einem Geisterflug geworden, unsichtbar für das Sekundärradar der Bodenkontrolle. Auf dem Primärradar des Militärs ist MH370 weiterhin zu sehen. Aber die Offiziere kümmern sich nicht um das abtrünnige Flugzeug. Stellen Sie sich vor, es ist recht ruhig am Himmel. Alle Flugzeuge auf dem Radarschirm haben ihren Transponder an. Aber dann taucht plötzlich eines ohne auf. Das ist doch ein eindeutiger Hinweis, dass irgendetwas nicht stimmt. Normalerweise greift man dann zum Telefon und versucht herauszufinden, was los ist. Doch anscheinend passierte nichts. Dies ist die Route, die MH370 wahrscheinlich genommen hat. Bei ihrer geschätzten Flughöhe und Geschwindigkeit brauchte die Maschine